AG, mach mal einen Cocktail mit Whiteberry. Sehr gerne. Wir machen ein Whiteberry-Lillet mit dem neuen Goldberg Whiteberry. Dafür brauchen wir zuallererst ein bauchiges Glas bzw. ein Weinglas. Hier habe ich jetzt schon Eis drin. Jetzt kommt eine gute Portion Lillet mit hinein, also so 4 bis 6 cl. Und das Ganze füllen wir jetzt nur noch mit dem Whiteberry von Goldberg auf. Das ist ganz neu auf dem Markt. Ihr müsst auch gucken, wie viele reinmacht, je nachdem, wie sehr ihr den Lillet im Vordergrund haben wollt bzw. wie viel Whiteberry ihr schmecken wollt. Ich garniere das hier noch mit ein paar frischen Früchten. Einfach oben rein. Ein Trinkhalm on top. Und fertig ist der Goldberg Whiteberry Lillet. Probieren wir mal zusammen. Schmeckt geil. Also ein Whiteberry Lillet. Ich weiß nicht, ob es jemals eine schlechte Wahl ist. Probiert auf jeden Fall mal das neue Goldberg Whiteberry aus. Gibt es gerade erst jetzt zu kaufen. Und für mehr solcher Videos drückt auf das Plus.